Jetzt beim Anschauen des Videos werde ich ein bisschen was essen. Also fühlt euch nicht gestört und wir fangen an. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Es ist wieder soweit, wir gehen rein. Ich brauche jetzt natürlich ganz klar meine Meinung, aber ich hoffe, ihr seid auch stimmt, am Start. Das war und zwar gibt es in 35 Tagen am 13.01. live bei Toni die Stream Awards mit Amar, glaube ich. Da gibt es wieder mehrere Kategorien. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Wir fangen direkt an mit der ersten Kategorie. Bester Jumpscare. Das sind zu zweit, dann hat er seine Tone. Ja, Minecraft? Wie kann man sich da erschrecken? Damit haben wir den Clip auch schon, für den wir voten. Bester Lost Moment. Da oben haben wir eine Uhr und die läuft ab. Da. Oh, den Clip habe ich gesehen. Oh. Was ist denn jetzt? Sind denn die Uhr? Ach so, die Sicht. Classic Elternteil, was irgendwie vom PC sitzt. Oh nein! Oh hell no! Digga, oh hell no! Oh hell no! Oh hell no! Stopp, haben wir Montag? Stopp! Ich muss seit 5 Minuten arbeiten. Wieder schauen. Kenn ich, wenn ich wieder mal wieder den Stream anmache und meinem Chat einen guten Montag wünsche, wenn noch Wochenende ist. Oh ja, passiert, Digga. Wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt, Chat? Boah, ja, Digga. Nee, könnt ihr ja noch nicht, weil heute ist erst Freitag, Digga. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ach, Digga. Warum hieß du Leidenschaft für Schattensaft? Warum guckst du danach? Warum hieß du E-Girl Layla? Der ist hart. Ach so. Eine Dame, die mal nett zu vögeln ist. Sag mal, das hat nichts mit mir zu tun. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel. Der ist gut, Digga. Vor allen Dingen auch so perfekt vom Timing. Das ist auf jeden Fall mein Humor. He looks like a loser, right? Exactly. Stark, Hugo, da die Fresse aufzumachen. Wenn man aussieht, als ob man unter der Brücke wohnt. Aber vielleicht kriegst du auf Madeira dann ein bisschen Sonne. Ey, ich sag ehrlich, ich find's nicht so schlimm. Ich wähle irgendjemand und ihr schreibt rein Philo Schmutz. Mann! 2 Wochen auf die Liste und wenn der Tipp noch einmal was Falsches drin im Chat atmet, Bärmerbahn, du verdammtes Loch, wieder Nonzat! Oh mein Gott, der Clip. Ich, weiblich 13, war ich das nicht. Tut mir leid. Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich krass aus. Aber 13? Ich sag da nichts so. Ich sag nur, das ist 13. Ich sag einfach nur 13. Dass er da reinkommt mit einem Tut mir leid. Da kannst du offline gehen. Coca-Cola in Glasflaschen. Und guck mal, wie hässlich deren Wasserflasche ist. Das sieht aus wie, als ob da so Essig drin wäre oder so. Du hast SRH-Essig gekauft. Das Essig kennt man doch, oder? Also ich kenne das nur, weil mir das 50 Mal geschickt wurde. Digga, da ist alles Essig. Wie viel Essig ist das? Essigflaschen. Der billige Tafelessig, den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt Tornado machen nicht. Jetzt. Nein. Entzündet die Tornado. Die Tornado. Ja, du bist schon ganz sauber. Obwohl, das klingt. Beste Streamer-Duo. Da muss ich ja ganz klar, ne? Ist ja klar. Es gibt nur ein gutes Streamer-Duo und das ist Montana Black und Elotrix. Das sind eigentlich alle sehr strong, in der Duo-Kombination, in der sie sind. Aber ich glaube, das ist es für mich. Wer sonst, Bro? Wer sonst? Das ist es. Papa Platte und Basti GLG. Bestes Streamer-Duo 2023. Sag ich so, wie es ist, Digga. Ich guck nicht so auf diese Nachtstreams von Papa Platte, aber ich sag ehrlich. Sorry, warte kurz. Ich sag ehrlich, die Highlights, die ich da sehe, sind wirklich andere Etage. No Fraud und die anderen, aber ackert der da direkt rein, Junge. Bro, du machst auf real so. Oh, Junge, schön an die Tastatur jetzt. Schön an die Tastatur mit dem schönen, mit der Learn to Eat, Alter. Boah, das f*** ich ganz so krank ab.
Normalerweise mischen die das noch, Digga, aber irgendwie haben die das hier vergessen, Bro. Die haben einfach die Nudeln drauf gemacht an den Salat. Jetzt muss ich selber auch noch mischen, was zum... Der haut sich auch eine Gabel da rein für zwei, ne? Bro, Alter, du bist so ein Hardcore-Opfer, Alter, wirklich. Ey, das ist unfassbar. Wer bist du? Guck dich mal an. Ich habe jetzt gerade hier so ein Setup, wo ich die Kamera nicht anders hinstellen kann. Ach, Mann, ich war einfach so. Bro, nimm die Hand vom Monitor. Digga, du touchst da mit deinen Fingern drauf. So. Hand an den Monitor ran. Bei meinem könnte man das machen, weil der ist scheiße. Ja und, wen juckt das, Bro, hä? Oh mein Gott. Was laberst du, wen juckt das? Pass doch am Rahmen an. Bruder, ich spuck da jeden Tag drauf, weil ich rede wie so ein, weiß ich nicht, Wiesel, was Tollwut hat, wo hier so Schaum immer rausläuft, so ein bisschen low-key, wenn ich rede. Dann ist jetzt auch egal, ob ich mit meinen Händen niemanden rufe. Das Bro, macht überhaupt nichts. Junge, hör doch auf. Das macht überhaupt nichts mit dem Bildschirm, Bro. Die sind dafür gemacht. Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen endlich das neue Lego Fortnite. Wer ist dabei? Reapers, G-Time, Rumatra, Hanky und ich zocken das Ding in 48 Stunden komplett durch, bis an Anschlag. Wieland ist wieder auf der LAN. Was ist los bei Wieland? Wer hat Wieland verarscht? Nee, ich check's echt nicht. Ich fahr morgen nach Hause, ich meine das ernst. Das gebe ich mir nicht 5 Tage. Ich bin gefahren, weil Max mich unglaublich abgefuckt hat. Ich muss extrem leise sein. Dann wird ständig vor allen Leuten auf einem rumgehackt. Ich habe jetzt halt für mich dazugelernt, dass ich bei sowas halt einfach nicht mehr mitmache. Nicht mehr mitmach. Machen Trivix und Wieland wieder einen LAN? Ja. Nein, das kann. Meint ihr, das wird gut ausgehen? Ich hoffe nicht, dass Wieland seine Kässpätzle kochen muss. Wieland ist so schlecht drauf. Seine Facecam, Bro, nimmt 2% vom Stream ein. Die ist überklein. What the f***? Digga, warum ist die so klein? Aber die sind auf jeden Fall wieder alle zusammen auf einer LAN. Sein Titel ist die Flüster-LAN mit extra Käsespätzle. Also, Digga, Rumatra, das ist krank. Du bist seit 16 Stunden mute, spielst die ganze Zeit auf dem Creative-Server, klaust dir Items weg, machst deine eigene Base, redest nicht und hast das, was wir unglaublich brauchen, bringst du nicht, sagst du nichts? Ich habe jetzt halt für mich dazugelernt. Pro Sub Facecam größer. Oh mein Gott. Warte, ich sub jetzt und dann wird seine Facecam größer. Kevin, da findet ihr 1-6 Monate. Dann mach ich doch glatt die Facecam ein bisschen größer. Bro, so wenig? Das ist der krankeste Scam überhaupt. What the f***? Hey Leute, pro Sub mache ich die Facecam 1 größer. Marius auch nochmal mit 5 Subgifts. Pro Subgifts. Score wir mit 10 Subgifts, yo! So müssen wir Wasser suchen gehen. Das ist so ein richtiger Malocha-Fight-Song. Den machst du und nebenbei fällst du Holz und holst Holz ran. Was geht denn hier auf, Alter? Okay, wir gehen rein. Ich vergaß, dass ich jetzt ja hier nicht mehr im Wasser sterbe. Auf der OG-Map ist man ja im Wasser gestorben, lul. Kein Clip, kein gar nichts. Das finde ich eine Frechheit vom Cutter hier wieder. Nein, ich bin tot. Weil ich dachte, ich kann ins Wasser springen. Gegner, Funker, Gegner, Michi, wollen wir rüber mit der Salva gucken? Ja, ja, komm. Digga, ich habe eine blaue Hose an und ich habe gerade Ketchup auf einen Stuhl gekleckert. Wie geil. Auch nicht mal, actually nicht mal ein Tuch hier, Digga. Und was soll man so? Ich sehe das auch nicht mal, weil es so dunkel ist. Naja, so ein bisschen fett, das gibt jetzt auch nicht. Meine Güte, Digga, ich muss dein Handy weg mal haben. Ja! Das war schon nicht. Was passiert, verfickte Mist Kreo, du? Warum ich? Der Mickey genauso. Bitte remove it. Ja! Nein! 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 Like, shoot.